Mein Gott, die verschmilzt voll irgendwie mit der Dunkelheit. Wieso ist das denn so, Daniel? Willst du mir das erzählen? Wieso ist denn das so? Weil ich schwarz ist. Oh, scheiße. Aber vorher, Daniel, guck mal. Warte mal. Na, willst du mir die Höhle zeigen? Ja, ich will dir. Ich koche vor Wut, Daniel. Was? Ja. Ey, das ist mein Bart, geh raus da. Ich sehe gerade, der dritte Monster ist wahrscheinlich dieser Käfer, den du so hast. Ja. Ich habe gestern gegen das Vieh, gegen. Weißt du, ich hab. Das geht mir voll auf den Sack. Ja, was soll ich sagen? Ich habe nur gegen eine normale Version gekämpft und trotzdem bin ich gestorben gegen das Vieh. Ich habe das besiegt, aber dass ich gegen das Vieh gestorben bin, geht mir voll auf den Sack, ey. Weil ich ein paar Level über dem Vieh bin und ich komme nicht mit dem Vieh klar, das geht mir voll auf den Sack. Dann wirst du das jetzt hier nicht leiden können. Das Vieh ist Level 10, das andere ist Level 12, also. Wir brauchen Schock. Ja, das ist nämlich schon wieder scheiße. Mein Schock ist noch nicht ganz ausgereift. Ich habe extra einen Elektrohammer genommen, wegen Torhammer und so. Was? Keine Ahnung. Okay, ja, ich verstehe den. Okay. Ja, er versucht wieder, weil er nicht lustig zu sein oder so. Gibt doch so eine lustige Ankunft, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich was für dich, dann machst du so eine Bruchlandung, ey. Ja, hab ich gesehen. Dann fällst du so einfach so, fällst du einfach nur so dahin, ey. Hast du nicht gesagt, irgendwie dein Emote ist irgendwie gefixt worden? Ja. In der allerletzten Sekunde, wenn der Bildschirm schwarz wird, glitscht das wieder. Ja, okay, ja, super. Bei mir nicht, weiß ich nicht. Ja, okay, das hat sich unsichtbar gemacht. Wo zum Teufel? Was? Okay, das könnte nervig werden. Nein. Weiß ich nicht, das war vor mir. Das gibt's doch nicht. Das hat sich gerade unsichtbar gemacht, hast du das gesehen? Ja. Irgendwie war das merkwürdig, weil das hat sich unsichtbar gemacht, das war vor mir, das Vieh, und dann kam das auf einmal von rechts, von der Seite. Na, ja, Bienen. Oh Gott, ich habe auch Bienen. Oh Gott, das ist ja gar nicht lustig. Der tut jetzt im Vorbeifliegen Bienen verteilen, ey. Ja, okay. Ja. Hast du das gesehen? Das ist einfach super schnell. So kann man das auch nennen. Boah, Bienen, verpisst euch. Oh, es hat unterbrochen. Hast du was abgemacht? Oder was war das jetzt? Irgendwas abgemacht, glaube ich. Nein. Oh, schon wieder verwundet. Ich kann nicht die ganze Zeit stehen bleiben. Da hinten liegt was. Ich habe auch irgendwas eingesammelt gehabt, aber wo ist das wieder? Oh Gott. So, bis ich mal bei dem Ding. Boah, bleib doch mal stehen, ey. Bis ich das mal erreichen kann, ey. Lauf das hier nur hinterher, ey. Boah. Oh. Oh, der hat mich erwischt. Ja. Oh, du bist tot. Daniel, der schlägt da in der Luft rum. Oh Gott. Der Angriff, der ist irgendwie voll lame jetzt geworden. Der ist voll über uns drüber gehauen, ey. Oh, Bienen! Oh, ist er tot? Na, die Bienen. Ja. Oh, ich wollte gerade dieses eine Emote machen. Ich habe ein bisschen getanzt. Ich weiß nicht, ich habe mir gestern alle möglichen Helme hergestellt, um, weiß nicht, irgendwas cool aussehendes zu kriegen, aber das bringt alles irgendwie nicht, ey. Ich komme mir irgendwie vor, als wäre ich der Einzige, der da rumläuft, der irgendwie designischen Geschmack hat, ey. Ich weiß nicht, die sehen alle so komisch aus, wie die da rumlaufen, ey. Die sehen alle so aus, als würden die einen Scheiß darauf geben, wie die aussehen. Das stimmt doch nicht, guck mich doch mal an. Ja. Du bist Rico, der in Antarktis ausgesetzt wurde. Lebt jetzt bei den Eskimos, ey.
Mein bester Freund ist eine Robbe. Sollte St. Martin? Was, St. Martin? Ist das heute? Ja, nicht St. Martin. Oder ist er? Mann, ich gehe aus, ich gehe nach Haus. Ja, bin mir gerade. Weiß ich nicht. Ich glaube, wir laufen hier gerade vorbei. Okay. Weiß halt nicht. Ich höre das. Geil. Ja, die laufen hier gerade vorbei. Ja, ich höre es. Jetzt kann ich das Ding verbessern, Halleluja. Ja, lass jetzt mal weitermachen, bis die hier weg sind. Na, okay. Aber da wird aufgenommen. Ja, das ist die Hauptsache. So, und jetzt in der letzten Sekunde ist er wieder am Abspacken. Pass auf. Oh, ich wollte eigentlich eine Mine platzieren, aber es kam keine. Ich habe doch Schaden gemacht. Er war schon längst weg, ey. Ja. Oh, ich bin tot. Mhm. Nein, nimm meine Axt. Meine Axt ist wichtiger. Na danke. Oh, voller AP. Nein, daneben. Aber ich mich verarschen? Muss man. Ist meine Axt. meine Axt aus den Augen verloren. Na, da unten ist die. Boah. Ich will mal lieber ein bisschen hier rumgehen, ey. Wo ich gerade bin. Mm. Weil da hinten ist ein bisschen zu wenig Platz. Ja. Natürlich läuft einfach nur auf dich los, ey. Ja, Hilfe. Ja. Ja, ich habe nicht gesehen, von wo das kam jetzt. Und verbuddelt sich schon wieder der Pisser. Ja, da läuft da in meine Mine rein. Das gibt's jetzt nicht. Er ist jetzt zwei, dreimal darüber gelaufen und die ist nicht ausgelöst. Das Gefühl kenne ich. Das macht der Ember Bane ständig. Der läuft da einfach drüber, ohne dass er explodiert, ey. Meinst du deine Frostmine oder was? Ja. Das kenne ich, das ist nervig. Autsch, oh. Er hat mich erwischt. Oh, das kommt näher. Feuer. Ja, jetzt ist er tot. Okay, das war doch nicht so schlimm. Ja. Wir sind einfach da reingegangen, haben das getötet und dann sind wir wieder nach Hause gegangen. Wir haben kein Zuhause. Ach ja. Ach, eins dieser Viecher hat unser Zuhause zerstört. Ja. Oder so. Oder irgendwas Tragisches. Ja, irgendwie eine Anspielung darauf, weil ich weiß gar nicht, warum wir die Viecher überhaupt töten müssen. Das ist wahrscheinlich nur wieder so eine Sportart oder so. Jagdsport ist das oder so, ey. Weil alles andere schon tot ist, jagt man solche Viecher jetzt. Na, verdammt. Nur ein bisschen aus der Reichweite. Oh. Kann man nochmal neu anfangen? Das war mir zu peinlich. Ah. Hat ja keiner gesehen. Ja, das war blöd. Ich habe nicht gesehen, von wo das Vieh kommt, ey.
Gott. Oh. Feuer, Feuer, Feuer. Ah. Runtergefallen. Daniel, wo bist du? Nein. Keine Angst, Daniel, ich rette dich. Keine Angst, ich rette dich. Bin schon wieder runtergefallen. Boah, ich bin direkt vor der Klippe wieder aufgehauen. Dann bin ich gerollt, dann bin ich schon wieder runtergefallen. Ich bin jetzt hier hinten, hi. Boah. Hab selbst abgeklatscht. Boah. Warte, ich komm gleich. Daniel, ich komme ja nicht vorbei, hier ist ein Vulkan, ne? Viel Spaß. Ja, Scherz, ich komm bald. Der ist da oben und wirft seine Axt. Ich treff nichts Gelbes. Hier ist alles grau. So, ich treffe hier eine Menge gelbe Sachen. Aber ich schieße auch nur. Wo ist denn Schwert, Daniel? Hier. Der dreht sich einfach um und geht in die andere Richtung. Sehr gut. Wozu dem eigentlich helfen, ey? Ich stehe mir auf Äxte. Ich komme ja nirgendwo durch. Jetzt sind wieder Feuer, Vulkane. Ich muss um den halben Block laufen, um das Viech zu erreichen. Oh, du armer Kerl. Ja, wie fühlt sich das an, Bitch Boy? Ich sauf mal eben durch. Wie sieht das eigentlich aus, Daniel? Was denn? Wenn ich da durchsause, durch das Vieh. Episch. Ja. Okay, Zeit, die drei Schwerter auszupacken. Los, Daniel. Ich liebe es, wenn er Daniel aufblinkt, wenn ich was einsammle. Oh Gott. Ja, yeah, gib ihm Saures! Daniel hat den Baum weggehauen. Einfach durch den durchgerannt. Ja, das war, weil du die Schwerter aufgesammelt hast, dann bist du so muskulös. Nein, weil du wegen deiner Steine, nehme ich mal an, ne? Oder? Ja, ich glaube, ja. Aber lass mal. So wie du halt erklärt hast, das klingt besser. Ja, dann ist dann. Ist das wie tot? Ich hab Affinität bekommen, okay, jetzt war anderes. Nein, ich. Daniel, nein! Warte, ich spritz mich. Ja, du hast irgendwie Feuer da bei dir. Gib mir dieses Ding. So, jetzt bin ich immun gegen Feuer. Was machst du jetzt? Und ich aufgepowert hab, bist du auch, ey. Der hat was fallen lassen. Ist das andere Bein kaputt? Los, Daniel, jetzt gib ihm den Rest Schwerter-Power. Morgen. Jawohl. Na gut, Hey. Ich weiß nicht, das läuft. Es war ein kacktes Spiel.